und jetzt es auch mal in den Stream geschafft hast. Das ist cool, ich freue mich immer. Das ist so eine Nachricht, die lese ich wirklich häufig von Leuten, die normalerweise nur meine Digimon-Lore-Videos gucken oder schon damals dabei waren, als ich noch Let's Plays gemacht habe. Und dann jetzt hier aufschlagen und sagen, hey, ich verfolge dich jahrelang und jetzt schaue ich mal rein. Und Trinity Cloud, schön, dass ihr einschaltet. Oh, das wäre doch wunderbar, Black Gatomon. Da wäre ich dir sehr dankbar, wenn du das machen würdest. Ach, die Animation ist so lang, weil ich geheilt werde quasi. Das stimmt, Sambo. Also gerade aus Final Fantasy VIII sind die Animationen, gerade die Beschwörungsanimationen, die waren damals, für damalige Maßstäbe, waren die sehr ikonisch. Waren schon sehr cool. Ah, okay. Ja gut, wenn, dann würde ich einfach Patreon nehmen. Ich glaube, ich würde gar nicht Steady dann machen, sondern... Also ist ja das andere Ding, was ich vorhaben mag. Ist schon in Planung tatsächlich. Also ein Patreon ist in Planung. Aber ich wollte den Leuten die Optionen geben, die sie von sich aus quasi nutzen können. Deswegen gibt es die Möglichkeit, man kann im Stream einen Sub da lassen, man kann auch spenden oder wenn es einem lieber ist, kann man auch über YouTube eine Mitgliedschaft machen. Und wenn dann hier Patreon da ist, kann man auch auf freiwilliger Basis gern Patreon machen. Das verändert nichts an meinem Content. Der Content bleibt derselbe und höchstens die Zeit, die ich dafür habe für den Content. Aber keiner, da wird keiner benachteiligt oder so. Auch die Leute, die nicht Geld investieren. Ja, ist ja kein Problem, Randy. Ich freue mich dann trotzdem. Das ist doch schön, dass du meine Sachen anschaust. Und ich weiß, gerade für Streams hat nun mal nicht jeder Zeit. Deswegen sind hier natürlich auch, was die Zuschauerzahlen betrifft, nicht so viele da, wie jetzt unter meinen Videos. Klar, das ist ganz normal. Das ist auch in Ordnung so. So, zum Beispiel unter meinen Videos. Klar, ich habe Videos, die machen 5000 Views. Ich habe Videos, die machen 50.000 Views. Ich habe hier natürlich nicht annähernd so viele Zuschauer im Stream. Aber das ist vollkommen in Ordnung. Man kann ja schön mit den Leuten im Stream hier vernünftig und sich unterhalten, weil der Chat nicht so schnell geht. Und ja, ist doch schön, einfach mal die Leute kennenzulernen, die quasi die eigenen Videos schauen. So, dass man die einfach mal sieht, die Leute, die halt Bock haben auf meine Videos. Was für Mengenverhältnisse ist da für die Mischung ready? Keine Ahnung. Okay, Cloud, erstmal schön, dass du dir Klasmo geholt hast. Ehre geht auf jeden Fall raus an dich, ne? Und das Mischverhältnis ist, du nimmst 500 Milliliter und da machst du 10 Gramm drauf. Du hast ja da, du hast normalerweise, ich weiß nicht, hast du diese Proben, also diese kleinen Tütchen, oder hast du richtig so eine Box, dieses Runde? Hast du in Real Life schon Zuschauer getroffen? Nee. Also ich habe einmal mitbekommen, wie jemand tatsächlich, also sehr, sehr, sehr viele Jahre her, wie in meiner Anwesenheit jemand über meinen Content geredet hat, ohne zu wissen, dass ich bin. Und das fand ich ein bisschen seltsam so. Aber ansonsten ist mir das noch nie passiert. Das ist ein einziges Mal gewesen und das war auf jeden Fall ein Mindfuck. Also es ist schon sehr, sehr lange her, da habe ich nur Let's Plays früher gemacht. Was, du hast Videos? Nee, kaum. So, was wird noch geschrieben? Genau, ganz kurz zu Klasmo, dann gehe ich auf das ein, was Jambo sagt. Du hast da in dieser Box, musst du mal gucken, vergraben in diesem Pulver, ist halt leider so, da hast du so einen Messlöffel. Da ist so ein Löffel drinne, den müsstest du raussuchen, der ist so plastisch. Und den machst du einfach, so einen kleinen Löffel voll, das sind 10 Gramm, aber abgeflacht. Also abgestrichen, gerade gestrichen, nicht gehäuft. Und das kannst du dann reinhauen. Also in 500 Milliliter mindestens. Ich mache immer so, ich mache 500 Milliliter rein, mache 10 Gramm dann dazu und dann schütte ich nochmal Wasser drüber, sodass es noch ein bisschen mehr verdünnt ist. Weil ich mag es dezenter. Aber die normale Menge ist 500 zu 10 Gramm. 500 Milliliter zu 10 Gramm. Genau, und Sambo fragt, spielst du eigentlich privat Monster Hunter? Und wenn ja, freust du dich aufs Add-on? Ich spiel's noch nicht. Übrigens ganz krank. 50 Leute am Start. Ehre geht raus an euch. Also noch spiele ich's nicht. Es ist auf meiner To-Do-Liste. Ich möchte das spielen. Ich kam aber noch nicht dazu, weil ich hier immer sehr... hier mit dieser ganzen Sache ja sehr beschäftigt bin auch. Und deswegen weiß ich natürlich nicht, was das Add-on bringt. Aber, also was für Content es bringt. Aber ich bin auf jeden Fall allgemein auf Monster Hunter als, auf Monster Hunter gespannt. Dein Shaker ist laut denen 600 Milliliter. Ja, das haben die auf jeden Fall doof geregelt. Dann musst du wahrscheinlich, ich denke mal, einen gehäuften Löffel reinmachen, oder?
Ja, also Let's Play selber mache ich ja nicht mehr. Also ich bin ja nicht mehr so der Let's Player, ne? Aber ich weiß, was du meinst. Also im Stream spiele ich noch Games und dann packe ich das auf Stream-Archiv. Also ja, gerne. Ich werde bestimmt früher oder später auch mal in Monster Hunter reingucken. Ich wollte eigentlich meinen ersten Kontaktpunkt mit Monster Hunter haben über Monster Hunter Stories 2, weil es Monster Taming ist. Und dann wollte ich ins normale Game übergehen. Richtig. Und Chief Chris, schön, dass du einschaltest. Herzlich willkommen. Ja, aber ich will auf jeden Fall auch ins Monster Hunter Universum eintauchen, früher oder später, weil sehr, sehr interessant aussieht. Sehr coole Designs, hat extrem coole Monster Designs. Und ich habe mir da schon sehr viel zu angeguckt, aber ich habe noch nicht die zeitlichen Mittel dazu. Ja, am besten keine Spoiler, das wäre gut. Allgemein gilt bei mir eigentlich immer nicht so krass spoilern, bitte, danke. Seit 2005 bist du schon dabei bei Monster Hunter, das ist cool. Ja, ich habe das immer mitbekommen so und damals habe ich immer andere Spiele zu spielen gehabt. Mittlerweile, ja, die meiste Zeit, 99% meiner Zeit geht dafür drauf, also freizeitmäßig, für Videos und für Streams, weil ich das noch nicht hauptberuflich mache. Wenn ich es einmal hauptberuflich mache, dann wird auch sehr viel Zeit natürlich frei sein, wieder andere Dinge zu tun. Aber ja, bis jetzt ist halt sehr, sehr viel Zeit, die drauf geht. Let's begin. Für Stream und so, aber ich mach's halt auch gerne, ne? Ich glaube, man merkt es auch in meinen Videos oder in meinen Streams, das ist halt meine Leidenschaft, ne? Here we go! Yeah, we got this. Interessant, Matze. Interessant. Da bin ich mal gespannt. Aqua, wie viel zieht's ab? 3000. Hält sich in Grenzen. Aber ich glaube, wir werden da echt mit Aqua draufballern die ganze Zeit. Sollte schon funktionieren. Eisspitzen, okay. Zwischendrin mal einen kleinen Konter. Wunderbar. Können wir auf jeden Fall machen. Wir haben die Aqua-Spells übrigens durch hier Fähigkeitssamen, die wir unseren Todessucher, das sind die oberen Monster, die Roboteraugen, durch die haben wir das geholt, gekriegt. Ja, also ich muss sagen, allgemein, ich bin sehr interessiert, neue Gefilde auszuprobieren, die aber in meinem Bereich liegen, die ich einfach noch nicht machen konnte. Monster Hunter ist auch eins davon. Ich bin auf jeden Fall noch gewillt, wie gesagt, die Persona-Reihe möchte ich noch in Angriff nehmen. Ich möchte noch auf jeden Fall die Shin Megami Tensei-Reihe in Angriff nehmen. Das sind Dinge, die bei mir in fernerer Zukunft auf jeden Fall geplant sind. Aber ich möchte natürlich auch meinen Bereichen treu bleiben. Sei es Bleichen, man kennt's. Sei es Final Fantasy, sei es Digimon und natürlich an vorderster Front das, was die meisten sehen wollen, natürlich Digimon. So zum Beispiel jetzt am 29. Juli. Da werden wir Digimon Survive spielen. Und da wird sehr, sehr, sehr viel Zeit in dieses Spiel fließen. Gibt's auch SP und TP-Training? Ich glaube nicht. Und Meliodas! Schön, dass du einschaltest. Diesmal sehe ich direkt, dass du schreibst. Cloud schreibt, hab jetzt bei World of Final Fantasy die ersten 8 Parts von dir geguckt. Wie kann das denn sein, dass ihr euch immer so über Nomura hermacht? Weil dieser Mann ein Stümper ist. Dieser Mann kann eine Sache gut und das ist Character Design. Er ist ein Gott, wenn es um Character Designs geht. Und Nami, schön, dass du auch am Start bist. Er ist ein, also Tetsuya Nomura, da öffnen wir jetzt mal wieder die Box der Pandora, pass auf. Und Ginger, schön, dass du am Start bist. Falls ich dich nicht schon begrüßt hatte. Tetsuya Nomura ist ein Gott, wenn es um Charakterdesigns geht. Er macht das wunderbar. Er hat auch coole Ideen für Stories. Er kann sie nur nicht umsetzen. Wenn er sie umsetzt, dann ist er in meinen Augen der worst Storywriter, den Square Enix überhaupt hat. Ich weiß nicht, was der Mann geraucht hat. Aber es muss was Krasses sein. Und das ist einfach traurig. Also ich weiß nicht. Ich finde einfach, Storywriting ist nicht so seins. Es hat er auch schon mal in einem Interview selber gesagt. Dass er das nicht so sieht, aber dass die Firma halt an ihn glaubt. Und habe ich gesehen, Matze. Ich versuche auf alle Kommentare auch zu antworten dort. Und wie gesagt, Tetsuya Nomura, schreckliches Storydesign. Absolut. Phänomenal schreckliches Storydesign. Das ist ein Mann, der hat eine coole Idee, so wie bei Kingdom Hearts, der hat eine coole Idee und dann ist alles fucked up.
Das ist einfach... Er kann es nicht gut durchplanen. Dann kommen auch so ridiculous... Ich weiß nicht, so künstlich komplizierte Dinge, die nicht einfach kompliziert sind. Ich liebe komplexe Stories, aber die kann er nicht gut schreiben. Wenn das Spiel dir selber sagen muss, wie komplex es ist, dann macht das Spiel was falsch. Ein Spiel muss auf eine natürliche Art und Weise komplex sein. Und der Mainplot, also ich sag mal, der rote Faden muss simpel gestaltet sein. Das neue PlayStation Plus ist da, das will ich gar nicht sehen. Warum kriege ich jetzt so Werbung hier? PlayStation-Werbung am Start. So, das, also wie gesagt, Story... Writing muss einen simplen roten Faden haben mit Auswüchse in alle Richtungen, um die Sache komplex zu machen. Wenn ich die Komplexibilität einer Story verstehen möchte, kann ich mich selber damit auseinandersetzen. Aber was ich gar nicht mag, ist, wenn das Spiel dir selber sagen muss, ey, ich bin voll komplex. Schau mal, es ist der Niemand vom Jemand mit seinem Herz von dem anderen, was bei dem anderen drinne war. Und dann, weil er das Schlüsselschwert da gemacht hat. Und du denkst dir, Bruder, nein, nein, bitte nicht. Den Ramu-Kampf? Habe ich das nicht schon gemacht? Und das ist mein Problem mit Tetsuya Nomura. Er schafft es einfach nicht. Ich weiß es nicht, wieso. Er schafft es einfach nicht. Aber das ist nur eine Meinungssache. Ihr könnt ihn feiern, wenn ihr wollt. Das ist kein Problem. Für mich, in meinen Augen, der großartigste Storywriter, der, gerade das ist doch das Gute, dass er schlechte Storys schreibt. Die sind ja nicht wirklich komplex, die Storys von Kingdom Hearts. Die sind künstlich komplex. Nur meine Meinung. Ihr könnt das feiern. Alles gut. Aber das ist... Ich liebe Kingdom Hearts. Ich liebe Kingdom Hearts. Aber nicht für die Story. Echt nicht. Das Ding ist, pass auf. Was bei Kingdom Hearts das Problem ist. Ich kläre euch auf, was meine Meinung ist. Warum ich finde, dass Kingdom Hearts schlecht geschrieben ist. Der erste Teil phänomenal gut geschrieben. Der zweite Teil hat das Ganze nochmal ein bisschen geupgradet, aber hat schon angefangen... hat schon einfach angefangen, lächerliche Sachen einzubauen. Und, oh mein Gott, Moa Moa, Ehre geht raus an dich, Dankeschön für 5 verschenkte Subs. Dankeschön für deinen Support, weiß ich sehr zu schätzen. Einmal den Hype in den Chat für Moa Moa. So, Freunde, ich erkläre jetzt, was das Problem ist mit Kingdom Hearts. Ich liebe die Story von Kingdom Hearts, aber jetzt passt mal gut auf. Kingdom Hearts ist nicht auf eine natürliche Weise komplex, sondern auf eine künstliche Weise. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass Kingdom Hearts nicht einfach eine komplexe Story macht, so wie Final Fantasy VII das Original. Das ist der, ja gut, wenn du das halt besonders magst, Cloud, also dass etwas halt unlogisch ist, oder es ist nicht mal unlogisch, es ist einfach nur kindisch geschrieben, also kindisch im Sinne von, es ist geschrieben, als ob das ein Teenage Girl geschrieben hat, ein edgy Teenage Girl, das einfach immer dieses Darkness und Hart und der Auserwählte. Keine Ahnung, das ist einfach in einer sehr seltsamen Kombination einfach, finde ich. Und dieses, irgendwelche Herzen in irgendwelchen Leuten und so. Und das ist halt, es muss doch nicht alles immer wie so, ich weiß nicht, ich mag dieses Storytelling nicht. Wenn es mir um komplexes Storywriting geht, wenn ich wirklich liebe, was komplexes Storywriting betrifft, ist Naoki Yoshida. Der die Story zu Final Fantasy XIV geschrieben hat. Der hat auch so eine komplexe Story. Aber die ist natürlich aufgebaut. Die musst dir nicht sagen, hör mal zu, ich bin komplex, weil das ist der Niemand vom Jemand sein Jemand. Sondern das lernst du auf natürliche Weise im Spiel. Und wie gesagt, ich bin ein großer Kingdom Hearts Fan. Sehr großer Kingdom Hearts Fan. Aber ich mag storytechnisch den ersten Teil am meisten. Der zweite ist noch akzeptabel. Birth by Sleep ist schon so, also ich mag das Gameplay und die Story und die Charaktere. Also ich mag alle Kingdom Hearts Charaktere, aber ich mag nicht, was danach mit Kingdom Hearts passiert ist. Man hat es auf eine lächerliche Art und Weise ausgeschrieben und schau dir doch an, was Tetsuya Nomura, was der mit seinen Affengriffeln, was der mit Final Fantasy VII Remake gemacht hat. Die Story, also nicht das Gameplay, das ist geil. Nicht die zusätzliche Story, was Avalanche betrifft. Ich meine die Main-Story, ohne jetzt was zu spoilern. Was hat er getan? Was hat dieser Mann geraucht? Dass er das beste oder eins der besten Story-Spiele so ruiniert. Eins, was auf natürliche Weise komplex war. Da müssen jetzt Konzepte rein, die da einfach nicht reinpassen. Und das gefällt mir nicht. Diese Kingdom Hearts-mäßigen Konzepte.
9 Subs fehlen noch. Viele Streams haben wir nicht mehr. Ja, Zünder, jetzt verstehe ich das. Ja, Sambo, so ähnlich wird das sein. Ich mag trotzdem Kingdom Hearts. Ich liebe Kingdom Hearts. Auch wenn ich Kingdom Hearts 3 nicht so gefeiert habe. Ich liebe Kingdom Hearts. Auch Birth by Sleep waren gut. Spieltechnisch sind das alles Top-Spiele, mit Ausnahme vielleicht Kingdom Hearts 3. Sind alles Top-Spiele spieltechnisch, aber... Ich weiß nicht. Tetsuya Nomura kann einfach keine Geschichten schreiben. Das ist das einzige Problem. Der kann einfach keine Geschichten schreiben. Und guck, wir haben Ramu, haben wir doch geschafft. Haben wir dann, wir gucken mal, wen wir noch haben. Kabuki, Leibwächter von Exodus. Komm, machen wir mal. Gucken wir mal, ob wir das schaffen. Let's begin. Genau, Linkashi. Du weißt, Linkashi weiß genau, Linkashi weiß, was ich meine. Linkashi fühlt den Punkt, den ich gerade bringe. Linkashi ist wahrscheinlich auch, sie ist wahrscheinlich auch mit Final Fantasy 7 aufgewachsen und denkt sich, Bruder, das kann doch nicht sein. So, es ist doch in Ordnung, da zum Beispiel diese Avalanche-Stories, diese Side-Stories, die sind super. Diese Zusätze, die das ausarbeiten, die sind super geschrieben. Die Main-Story ist super geschrieben. Aber what the fuck is going on mit diesen Darkness-Geistern, Destiny, das Schicksal, Zeitreisen, das Schicksal kennen, rausfinden, was einst war und dann verändern. Das sind Dinge, die gehören nicht in Final Fantasy 7 rein. Ist nur meine Meinung. Freunde, aber ist nur meine Meinung. Wenn ihr das feiert, finde ich das vollkommen in Ordnung. Das ist doch vollkommen in Ordnung. Aber ich persönlich fand halt einfach das Original von der Story besser. Dass es in Part 2 ein wenig glaubwürdiger wird. Part 2 ist gar nicht mal mehr Part 2. Das Spiel heißt jetzt einfach Final Fantasy 7 Rebirth und wird komplett verändert von der Main Story. Das wird einfach komplett verändert. Es steht schon fest, dass es eine ganz andere Route gehen wird. Ich mag es so nicht, aber muss jeder für sich wissen. Nein, Cloud, sehe ich nicht so. Ich hätte gerne dasselbe Spiel nochmal gespielt, nur mit einer besseren Grafik. Hätte ich gerne gespielt. Dass da Story hinzugefügt wird, die Avalanche-Sachen, die waren 20 out of 10. Aber nicht, dass die Main-Story mit irgendwelche Zeitreise-Kacke und Darkness und Schicksal... Und der anonyme Held ist aufgetaucht, Freunde. Der anonyme Held ist aufgetaucht, Freunde. Mit 9 Subs. Hype in den Chat für den anonymen Sub-Held. Dann hätte ein Remaster gereicht. Nee, weil ich will ja... Ein Remaster ist einfach nur dasselbe Spiel mit der Auflösung erhöht. Mit minimal die Texturen geglättet und Auflösung. Ich hätte aber gerne ein Remake in der Grafik von 7 Remake, aber mit der unangetasteten Main-Story, nur mit der Story halt ein bisschen ausgebaut, was sie ja getan haben. Aber das Ende gefällt mir halt nicht. Zählt Mystic Quest auch zu Final Fantasy? Ja. Aber es ist alles eine Geschmackssache. Cloud, deine Meinung ist nicht falsch. Deine Meinung ist auch richtig, weil das solche Dinge sind eine Meinungssache. Und, oh mein Gott, Fidos, Lusek, Vekos, Vinosek. Hardstyle Lifestyle haut rein mit 20 Euro Spende. Und meine Nachbarn denken, ich bin ein kranker Kultist. Kein Problem, ich sing's trotzdem. Hardstyle Lifestyle mit der 20 Euro Spende. Freunde, auch nochmal Hype in den Chat für Hardstyle Lifestyle. Ein 1:1 Remake? Nö. Aber die Main Story kann man doch lassen und ausbauen. Man kann doch Side-Stories erfinden zu Jesse, zu Biggs, Wedge. Das haben sie ja gemacht. Das war alles cool. Richtig, genau. Und Cloud, ich stimme dir voll und ganz zu. Ich finde es gut, dass Geschmäcker verschieden sind. Und deine Meinung ist nicht weniger richtig als meine. Mecker Stolos, das ist bei mir, glaube ich, noch nicht drin. Ich werde aber gucken. Wie gesagt, ich finde, beide Meinungen sind richtig. Und ich werde mir auch, ich bin ganz ehrlich, ich bin ein Final Fantasy Fanboy, seien wir jetzt mal ehrlich. Ich kaufe mir auch das Final Fantasy 7 Rebirth. Ich wäre ja dämlich, wenn ich das nicht kaufen würde. Ich kann es ja nicht wirklich beurteilen, bevor ich es nicht gespielt habe. Seien wir doch mal ehrlich. Genau, die 2 Testwochen mit Klesmo sind doch bald rum. Oder hast du es schon verlängert? Ich weiß es nicht. Die haben sich nicht mehr gemeldet bei mir aktuell. Und ich habe mich nicht mehr bei denen gemeldet. Muss ja mal abwarten, die Tage jetzt. Ob da ein Gespräch rumkommt und was dann passiert. Wahnsinn, Leute. Unser Sub-Goal ist voll. Sub-Goal eiskalt voll und 20 Euro Spende von Hardstyle Lifestyle. Ich fasse es nicht, Leute. Was ist hier wieder los? Mega, mega nice.
Richtig, aber wie gesagt, ich finde diese verschiedenen Meinungen auch interessant. Ja? Ich kenne Leute, die sagen sich, hey, ich finde es halt einfach cool, dass da mal eine komplett andere Story draus gemacht wird. Gibt es auch was anderes? Nein, gibt es nicht. Final Fantasy muss man lieben. Das ist die Leute, die mich nur wegen Digimon kennen, gibt es ja jetzt viele, die wissen das vielleicht nicht. Aber ich bin ein größerer Final Fantasy Fan, privat, als Digimon Fan. Ich liebe Digimon, aber Final Fantasy, sorry, das ist mein Main Ding einfach. Ich liebe Final Fantasy. Für mich kommt nichts an Final Fantasy ran. So, ein Stapel ist zerstört von mir. Reunion interessiert mich auch mehr, also quasi das Remake von Crisis Core. Interessiert mich tatsächlich auch mehr. Ja, wir haben 300 Subs voll. Das heißt, ab nächsten Monat gibt es dann auch das 300 Sub Goal, weil wir jetzt 3 Monate in Folge immer über 300 gekommen sind. Und da müssen wir ein 300 Sub Goal machen, ganz klar. Und versuchen, ob wir das dann auch so schaffen. Ich muss mich wirklich mal, Freunde, von ganzem Herzen bei euch bedanken. Ihr wisst nicht, wie viel mir das bedeutet, dass das hier überhaupt möglich ist. Dass die Leute so supporten, sei es auf YouTube, sei es auf Twitch, sei es mit den Kommentaren, sei es mit den Spenden, mit den Subs, sei es mit dem Anwesendsein, dem Schreiben im Chat. Ich muss mich wirklich einfach mal bei euch bedanken. Und Ragnar, schön, dass du einschaltest. Ich habe Ragnar tatsächlich nirgends gelassen, aber Ragnar hat heute viel zu tun. Deswegen, er guckt ab und zu in den Stream. Ja, Ragnar ist ein beschäftigter Mann, Ginger. Der muss auch hier Businessmann. Der muss auch viel machen. Der hat nicht immer Zeit. Ist doch vollkommen in Ordnung. Ja, diese Emotes einfach. So. Was hältst du von Stranger of Paradise Final Fantasy Origin? Da muss ich dazu sagen, ich kam durch den ganzen Digi-Hype nicht dazu, das Spiel zu spielen. Ich besitze das Spiel, aber ich bin noch nicht dazu gekommen, es zu spielen. Aber das ist noch auf meiner To-Do-Liste. Wie gesagt, ich spiele alles, was mit Final Fantasy zu tun hat. Mit einer großen Ausnahme die Mobile Games, wobei ich auch die schon angezockt hatte, zumindest, um meinen Eindruck zu bekommen. Aber ich mag keine Cash-Shop-Games, deswegen war ich da schnell wieder raus. Ja, so sieht's aus, Ragnar. So. Ja, Trinity, gespannt bin ich auch, aber ich habe eher, also ich beachte das mit einem, oder ich beobachte das mit einer, ja, ich habe halt ein bisschen Schiss, dass es ruinieren. Formulieren wir es einfach so, bevor ich es irgendwie riesig umformuliere. Ich habe ein bisschen Schiss, dass es ruinieren mit Zack, dass er halt, ich weiß nicht. Sie können es ja fast nicht mehr nicht ruinieren. Also, vielleicht ist es ein cooles Spiel, vielleicht sage ich danach, wenn alle Teile durch sind, vielleicht sage ich dann, wow, das war der Hammer. Kann ja auch sein. Wie fange ich denn hier eigentlich? Ich hätte gern Gilgamesh. Kann ich doch bestimmt fangen. Tobsucht. Hätte ich vielleicht mal machen sollen. Was mache ich denn hier? Tobsucht, aber da sollte ich mich safe vorher heilen. Weil der wird mich jetzt gleich auseinandernehmen. Habe ich irgendwas Krasses zum Heilen? Übertrank. So. Ja, auf die Story bin ich sowieso gespannt, weil ich kann etwas erst beurteilen, wenn ich es sehr ausgiebig gespielt habe und dann ein Fazit darüber geben kann. Das ist ja klar. Genau, richtig, Marc. Das habe ich mitbekommen, deswegen bin ich an sich auch interessiert. Ja, Nekonochi, da stimme ich dir zu. Ich habe kurz durchgelesen, Gilgamesh Anjo hält oder Anoni hält. Müssen wir mal gucken. Können wir aber gerne machen. Können wir machen. So, vor allem, er taucht ja auch immer auf wie Gilgamesh, der zwischen den Dimensionen plötzlich auftaucht. Genauso taucht ja auch der anonyme Subheld auf. Wer auch immer das ist. So, wir müssen gucken, dass wir den hier Tobsucht machen. Nee, nicht Tobsucht heilen, der muss es bekommen. Der muss Tobsucht bekommen. Übertrank, Elixier, Kriegsgong, ne? Ja. Ging daneben.
Hm, weiß ich nicht, Trinity, ob die nicht so viel falsch machen können. Von Square Enix, also wenn da nicht, für mich ist es so, Square Enix, die hebt sich aktuell ein sehr tiefes Loch, meiner Meinung nach. Und das Einzige, was sie davon abhält, ist Naoki Yoshida. Und der arbeitet nicht an Final Fantasy VII. Also, könnte alles passieren. Es ist verfehlt. Ja, dann machen wir ihn jetzt erstmal platt. Dann haben wir zumindest den Kampf schon mal geschafft. Ne, ich weiß nicht, ob ich das appreciaten kann, Cloud. Im Gegenteil. Also, ich liebe Zack. Aber, ich muss sagen, das ruiniert schon die Story, wenn der wieder lebt. Well done. No trouble at all. Ja, Devilish, freut mich auf jeden Fall, dass du, dabei sein kannst wieder, ne? Der Grund dafür ist nicht so toll. Erzähl mal, also falls du erzählen möchtest. Ja, Ginger, eventuell ist das so. Ich möchte nicht spoilern. Ja, Golden Sun, die beiden Teile kenne ich auf jeden Fall. Natürlich. Die kenne ich. Ja, Ragnar, ich habe heute schon, das Erste, was ich gemacht habe, ist schon mal wieder über Tetsuya Nomura hergezogen. Der Mann kann keine Storys schreiben, meiner Meinung nach. Und er findet auch selber, dass er nicht so gut ist, in Storys schreiben. Der will selber eigentlich ein Character Designer sein. Und das ist ein Gott unter den Character Designern. Ah, scheiße, Devilish. Gute Besserung auf jeden Fall. Hast du denn schlimme Symptome, also starke Symptome? Wir nehmen jetzt erstmal die ganzen Kämpfer auseinander. Für die Items. Hat Golden Sun einen dritten Teil? Das wusste ich nicht. Ich habe nur die ersten zwei gespielt. I'm ready when you are. Ja, ich muss wirklich sagen, also, ich bin mal gespannt, was da draus wird. Mit Zack, dies, das. Aber ich habe kein gutes Gefühl dabei irgendwie. Mal abwarten. Ich habe nur zwei Teile von Golden Sun gespielt. Müsste man irgendwann mal nachholen. Oh, Devilish, das ist auf jeden Fall heftig. Dann wünsche ich dir wirklich eine gute Besserung. Well done. Well, that ought to do it. Ja, Mark, ich muss sagen, wenn man hinter die Kulissen schaut, sieht es nochmal anders aus bei Square Enix. Ich bin kein Square Enix-Hater, im Gegenteil, die machen ja immerhin mit die besten Spiele, die ich spiele. Sei es Dragon Quest, sei es Final Fantasy, das sind halt Titel, die liebe ich, ne, so. Aber ich muss leider zugeben, dass Square Enix schon auch, doch, die machen schon auch den EA. Die gehen diese Route auch schon, aber auf eine andere Art. Also die sind auf jeden Fall richtig geil auf Microtransactions in ihren Spielen. Die sind auch voll fokussiert auf Mobile Games Only. Und es gibt nur noch wenig, was sie davon zurückhält, full Microtransactions zu gehen. Was die mit Chocobo GP abgeliefert haben, ist die größte Sünde in der Geschichte von Square Enix, meiner Meinung nach. Ja, auf Final Fantasy 16 bin ich auch gehypt, weil da Naoki Yoshida dran arbeitet. Der einzige Mann, der zwischen Square Enix und der kompletten Geldgeilheit steht. Ja, ich fand sie auch besser, als die Squaresoft waren und nicht Square Enix, aber es gibt auch viele Square Enix-Spiele, die ich noch mag. Könnte ich auch mal machen, Aetherios, klar. Willkommen zurück, Kolle. So, das nehmen wir jetzt. Wir wollen jetzt erstmal alles besiegen. Einfangen können wir dann immer noch. Let's begin. Ja, dazu muss man sagen, Sony versuche ich sowieso immer so hart es geht zu meiden. Manchmal geht es nicht. Gerade spiele ich auch auf einer PlayStation. Aber ja, ich finde auch, das Unternehmen ist sehr, sehr, naja. Ja, zum Teil stimmt das Scoring. Aber ich finde zum Beispiel auch, also ich finde jetzt No Front zum Beispiel Final Fantasy 13.2 finde ich besser als Final Fantasy 8. Und ich liebe Final Fantasy 8. Und ich finde 13.2 war ein phänomenales Storyspiel. Aber ist alles eine Geschmackssache. Ja, Chrono Cross ist auch ein Klassiker. So, mich dem Kolosseum stellen. Wunderbar. Okay, wir haben hier noch auf jeden Fall einen 53er Kampf, 56er, 60er Kampf. Wir gucken mal, ob da unten noch was ist. 53 könnte man machen. Da, 37. Den nehmen wir mal mit.
Also 13-2 finde ich besser als 80% der anderen Final Fantasy Spiele. Das ist alles eine Geschmackssache natürlich, ne? Aber ja. 13-2 hat mich storytechnisch sehr angetan. Ich mochte Noel, ich mochte Caius, ich mochte Yule. Das waren sehr, sehr coole Charaktere, meiner Meinung nach. Ne, ich finde die absolut nicht trash. Also ich finde, dass Noel einer der besten Protagonisten von Final Fantasy ist. Also hands down. Also wirklich, Noel, Caius und Yule, mega geile Charaktere. Ich finde die Story besser als Final Fantasy 8. Ich finde die Story besser als Final Fantasy 6. Ich finde sie besser als 4. Ich finde sie besser als 5. Ich finde sie besser als 3. Ich liebe 13-2. Das ist so ein tolles Spiel gewesen. Also, der einzige Charakter von der 13er-Trilogie, den ich nicht mag, Coring, ist Lightning. Ich finde Lightning sehr, sehr kritisch. Sehr kritisch als Charakter. Aber Lightning Returns als Spiel fand ich auch nicht schlecht. Ich finde, das ist super underrated. Ich fand das Spiel gut. Als jemand, der alle Final Fantasy zu 100% gespielt hat, finde ich trotzdem, war Lightning Returns in Ordnung. Snow, der wahre Protagonist. Ich mag Snow. Sagen wir es mal so. Das sind noch ein paar Billo-Kämpfe, die wir mitnehmen können. Das machen wir jetzt auch mal. Abgeschlossen ist abgeschlossen. Und dann begeben wir uns gleich in den Train Graveyard. Also sie hat mich erinnert an Cloud von Wish. Also sie hat versucht, Cloud zu sein und kriegt es nicht hin. Sie wirkt einfach salzig, meiner Meinung nach. Ständig pissed, ständig schlecht gelaunt und Cloud überhaupt nicht. Cloud wirkt eher gelassen, cool und desinteressiert, während Lightning einfach pissed wirkt. Sie wirkt die ganze Zeit durchgehend pissed und ich verstehe zum Teil nicht mal wieso. Ich kann Lightning überhaupt nicht ausstehen. Sie verkörpert alles, was ich an einer Person scheußlich finde. Cloud ist einfach ein sehr ruhiger Mensch, der auf alles scheißt, der keinen Shit gibt. Und Lightning ist halt einfach... Die ist halt einfach salty as fuck. Und Armadrodos, dankeschön für dein Follow. Nee, also Cloud ist nicht mein Lieblings-Final-Fantasy-Charakter. Es gibt viele Charakter im Final-Fantasy-Universum, die ich sehr feiere. Aber bei den meisten würden mir die meisten nicht zustimmen, also passt es schon. Squall und Cloud sind aber cool. Doch, ich mag die beiden. Aber Lightning finde ich... Also... Lightning ist der worst Protagonist für mich in der Final Fantasy Reihe. Kimari ist cool als Charakter. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt von Final Fantasy 13 reden, da finde ich zum Beispiel von den weiblichen Charakteren, finde ich Fang ganz cool. Fang symbolisiert für mich eine starke Frau, die selbstständig ist, wogegen Lightning einfach wie... Sie wirkt einfach super salzig, schlecht gelaunt, unfreundlich. Sie wirkt einfach anstrengend. Den habe ich aus dem Kopf gestrichen, Coring. Ich musste an Ball 4 denken. Zidane ist super. Zidane ist einer der besten, oder Zidane, je nachdem, wie man es aussprechen mag, ist einer der besten Protagonisten, meiner Meinung nach. Ich liebe Zidane, der ist cool. Labranth ist ein cooler Charakter, ja. Gut, Squall und Cloud, die finde ich cool, aber die sind nicht in meiner Top 5 von Protagonisten, würde ich nicht sagen. Kefka ist ein cooler Villain, aber auch nicht in meiner Top 5 der Villains. Cloud, Gurk, Agurk. Ganz genau, da ist noch jemand, Kalle, von ganz, ganz früher. Ganz klar. Ja, das ist doch in Ordnung, Coring. Ich mag die Art auch. Golbis? Lass mich überlegen. Auch nicht in meiner Top 5 auf jeden Fall. Aber ich glaube, Golbis ist auf jeden Fall bei mir weitaus höher noch. Ah, gut. Wenn man Golbis und Kefka vergleicht, mag ich Kefka schon mehr als Golbis. Aber Golbis ist auch noch relativ cool. Und bei Edin. Schönes Strangerlist. Herzlich willkommen. Bards finde ich auch sehr cool. Aber weiß nicht, muss mal gucken. Sephiroth, war der mal ein Hero? Wenn man so möchte, ja. Also in der Story ja, in den Spielen nicht. Im Verlauf der Story schon. Oh gut, Devilish. Ich muss dazu sagen,
Final Fantasy 15 als jemand, der 1 bis 15 gespielt hat, beide MMOs, alle Spin-Offs. Final Fantasy 15 ist mein All-Time-Favorite Final Fantasy Spiel. Dafür werde ich immer gesteinigt, aber ich liebe diese Story einfach. Ich liebe den Main-Character, ich liebe die anderen Charakter, ich liebe das Band zwischen diesen Charaktern. Einfach so vier Boys, die einfach auf einer Reise sind, auf einem Roadtrip, so wirkt es am Anfang. Und dann einfach diese Verbindung zwischen den Charakteren. Ich feiere einfach die Verbindung zwischen den Charakteren. Die finde ich einfach sehr schön geschrieben. Man fühlt halt einfach, als wäre man Teil dieser Gruppe. Ja, Tidus oder Tidus, nicht so meins. Ist in Ordnung, aber ja, ist jetzt nicht so. Also er ist schon sehr weit unten bei mir auf der Liste. Und Atze, schön, dass du einschaltest. Also Tidus, da gibt mir mal lieber Cecil oder so. Tidus, da bin ich raus. So, dann haben wir jetzt erstmal hier alles gemacht, was ich machen wollte. Wir können Gilgamesh auch noch fangen. Braucht er der Tobsucht? Ich glaube ja, ne? Einfach sein Lachen ist so. So. Und da wird schön Digimon Adventure lebt dein Traum hier im Chat gesungen. Das ist auch schön. Genau. Ja, nice. Freut mich, Megastolos. Waka finde ich tatsächlich cool. Und Chili con Carnifex, schön, dass du einschaltest. Herzlich willkommen bei uns hier in der Community. Chili con Carnifex schreibt, meine Lieblinge sind Final Fantasy 9 und 13. Übrigens, Props an dich, dass du 13 nicht hatest. Das ist schon mal, finde ich schon mal nice. 9 ist ein phänomenales Final Fantasy. Wenn mich einer fragen würde, jetzt ohne meine eigene Nostalgie mit einfließen zu lassen, ohne meinen eigenen Bias mit einfließen zu lassen, was das beste, welches Final Fantasy das komplett beste Gesamtpaket hat, würde ich Final Fantasy 9 sagen. Die Story finde ich insgesamt gut, Lord Bahamut. Also ich finde, die Story wird immer besser. Das Gameplay, da gebe ich dir recht. Also das Gameplay bei Final Fantasy 15, da merkst du halt wirklich, dass das Spiel nach 7 Jahren Produktion komplett über den Haufen geworfen worden ist und dann innerhalb von 2,5 Jahren nochmal komplett von Grund auf neu programmiert werden musste. Also das merkt man auch bei 15 leider. Das ist das Problem. Und das ist auch dieses Ding, was die Leute nicht verstehen. 15 wurde komplett über den Haufen geworfen, bevor das neu gemacht werden musste von Tabata, der übrigens nicht mehr bei Square Enix arbeitet, sondern in einer Tochterfirma aktuell von Square Enix. Der hat das hingelegt gekriegt, das hieß, mach das und du hast 2,5 Jahre Zeit, das zu machen. Richtig Chili con Carnifex, das stimmt. Boah, ich weiß noch nicht, wie die Tochterfirma heißt. Keine Ahnung aktuell. Aber Tabata, sehr, sehr, sehr guter Director. Und er hat auf jeden Fall aus Scheiße noch Gold gemacht, meiner Meinung nach. Man merkt aber bei 15 trotzdem, dass das Spiel nach 7 Jahren verworfen worden ist und dann nochmal von Grund auf neu gemacht werden musste. Das merkt man leider wirklich. So, wir machen jetzt erstmal ein bisschen Main Story, dass wir vorankommen, ne? Brusa, schön, dass du am Start bist. Wie geht's dir? Unterschied Squad, hau da raus. Das hat er nicht vergessen. Das hast du falsch verstanden. Mit Unterschicht meinte ich so, wir sind die übrig bleiben, wenn die ganzen anderen nicht mehr am Start sind. Die Standard, wir sind die Main Leute. Ihr seid die Main Leute. So rum. Immernachtregion. Sollen wir dahin? Ja, ne? Ich glaube, wir müssen nach Immernachtregion. Waka, 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 waka. Jo, also 11, 12, 14 alle gespielt. 14 geratet. 11 habe ich auch sehr aktiv gespielt. Ja, so sieht's aus, Kantus. Ich will das nicht. Ich nicht. Aber hier die Corporation, die Twitch. Electric Company. Hey, hold up. Die wollen das. I know. An anchor. Ja, Luzu, schön, dass du einschaltest. Ja, wir kriegen eigentlich jeden Monat 300 Subs zusammen im Moment. Deswegen wird das Goal auch nächsten Monat angepasst. Und ich weiß es sehr zu schätzen. Ich halte das nicht für selbstverständlich. Ich bin der Community super dankbar. Kani, okay. Ach jo.
Chili, das freut mich. Kani, sag ich jetzt. Kani. Genau richtig. Du hast ja hier Gold-Membership. Du bist ja hier ein absoluter Ehrenmann. Muss man uns schon mal sagen. Und ich dachte mir einfach, yo, die Goldleute lese ich vor. Die haben ja sonst keinen Vorteil. Also lese ich die tatsächlich mal vor. Ja. Was ist mein Lieblings-Final Fantasy-Spin-Off? Da muss ich überlegen, was es alles gibt. World of Final Fantasy ist sehr weit oben, mein Lieblings-Final Fantasy-Spin-Off. Lass mich überlegen. Final Fantasy Tactics? I have absolutely zero use for this. Well, you never nächstes Goal 350. Wenn wir es nicht mal diesen Monat schaffen, dann schauen wir mal. Aber 300 machen wir auf jeden Fall als Main Goal nächsten Monat. Vielleicht schaffen wir 300 zu toppen. Da müssen wir schauen. Crystal Chronicles, doch ja. Crystal Chronicles ist, glaube ich, mein Favorite Spin-off. Kann man eigentlich die Stimmen hören oder ist das Spiel zu leise, Freunde? Hey, are you okay? Ja, richtig, ihr seid das Fundament. Man kann es hören, okay. Holy shit, was geht da ab? What's the matter? Huh? What? Ventus, schön, dass du einschaltest. Oh mein Gott, was geht hier ab? Und yo, der anonyme Subgifter ist am Start mit 3 verschenkten Subs. Dankeschön für deine Unterstützung, das weiß ich ja zu schätzen. Hype in den Chat für den anonymen Subgifter. Für den anonymen Held. Genau, Ginger schreibt, 12 fand ich gut. Ich mochte die Story, aber dafür waren überhaupt nicht. Da stimme ich dir zu 2000% zu. Das Kampfsystem war für mich gut. Sowas wie ein Autobattle, den man anpassen konnte und der einfach hilfreich beim Farmen war. Aber bei Bossen hat man dann doch lieber selber gespielt. Fand auch die Jagd sehr nice, weil dort halt sehr viele Bosse, die nice designed waren, dabei waren. Also erstens stimme ich dir zu, ne? Stimme dir absolut zu. Bei allem, was du gesagt hast. Man merkt ja auch irgendwie so, die Hunts, die sind ja irgendwo in Final Fantasy 14 dann auch umgesetzt worden. Die Lines, die von den Charakteren zu den Monstern gehen, auch in 14 umgesetzt. Man merkt bei 14 auf jeden Fall die Final Fantasy 12 Vibes, würde ich sagen, ne? Und ich feiere vieles an 14, aber Vaan mag ich auch überhaupt nicht. Lan kommt mir vor, als wäre er mit Steiner verwandt. Ja, der ist auf jeden Fall mindestens genauso hohl. Ja, Cloud ist am Start. Cloud, Kuraudo, Kuraudo-san. Ja, also ich mochte 12 auch sehr, tatsächlich. Story war ganz cool, aber Vaan ging gar nicht. Nee, also Vaan ging gar nicht, Freunde. Das ist meine Meinung. So, wir treffen Cloud. Er hat uns gerettet. Er hat uns den Arsch gerettet. Und ja, Steiner mochte ich auch sehr. Also hier überall sind irgendwie Vampire, wie ihr sehen könnt. Und gegen die müssen wir uns jetzt ins Gefecht werfen. Hä, Fundament Squad, so sieht's aus. Wunderbar. Ja, Coring, ich stimme dir tatsächlich zu. Also Lightning ist nicht so schlecht wie Vaan. Ja, Pernello fand ich auch nicht so nice. Also Pernello war okay. Aber ich habe jetzt nicht verstanden, warum so viele Leute Pernello so gefeiert haben. Die anderen waren cool. Aber Vaan und Pernello war ich auch nicht so der größte Fan. Also Pernello noch mehr als Vaan, aber auch nicht so. Es sind, glaube ich, so die Worst Character, meiner Meinung nach. Naja, Rain, das Hirn, würde ich jetzt nicht sagen. So schlau ist sie auch wieder nicht. Ich finde Rain so ein bisschen annoying hier im Spiel. Weiß ich nicht, Coring, ob man das so in dem Spiel gar nicht so stark vertreten. Also der Plot, Kappa. Vampire plus Cloud gleich Vincent? Ja, wer weiß. Vielleicht taucht ja Vincent gleich auf. Ich weiß es nicht mehr. So, wir schauen jetzt erstmal, wir wollen diesen Vampir hier fangen oder einen davon, lol. Ich würde gerne noch einen Vampir fangen. Keine Frau immer. Ah, weiß ich nicht. Schwierig, weiß ich nicht, ob das so ist. Haben wir einen Darkness Skill? Irgendein Darkness Skill, Brudi? Please. Erde heilt gemacht. Bam, bam, bam. Was ist denn Darkness? Haben wir irgendwas Darkness? Wir haben kein Darkness, oder? Niemals haben wir Darkness. Eis. Gift. Blind. Feuer. Nö, gerade nicht. Okay, dann werden die erstmal umgeknüppelt. Und wir kommen auf jeden Fall auf die Vampire zurück.
Vincent wird jeder Fight ein Win. Lull. Fang dir doch einen kleinen und zieh den hoch. Braucht man da nicht auch einen Darkness-Spell? Wir hauen jetzt erstmal die Vampire weg. Oh, komm schon. Erst die Vampire weghauen. Ja, Xel fand ich ganz cool. Brusa schreibt, wie findest du, beziehungsweise wie findet ihr diese typischen 80er-Jahre-Serien wie Knight Rider, Magnum, A-Team, Baywatch, MacGyver? Ich sag's mal so, die waren ganz cool, aber ist jetzt nichts, was ich jetzt so ganz krass feiern würde. Also nichts, was ich mir jetzt geben würde oder so, aber die haben halt einen gewissen Charme. Meiner Meinung nach, ne? Also die haben halt so ihren eigenen Charme. Die sind schon ganz cool. Coring schreibt, ich sag's mal so, immerhin wird die nicht so gehypt wie die Fairy-Dame schlechthin, Fran. Du kannst nichts zu Final Fantasy XII lesen oder anschauen, ohne sie zu sehen. Ja, das stimmt leider. Das stimmt. Aber nichts gegen Fairies, wenn die Leute Bock drauf haben, ist doch in Ordnung. Ich hab nichts gegen Fairies. Muss jeder für sich wissen. Kein Fairy-Shaming hier. Nee, aber ich weiß, was du meinst. David Hasselhoff, einfach oldschool. Ja, könnte man machen. Ich weiß nicht, von was Harakon ist, aber okay. Nö, Fran fand ich in Ordnung, aber jetzt auch nicht besonders. Also es ist halt einfach Ball 4, ist halt einfach Han Solo und Fran ist einfach Chewbacca mit Boobs. Nee, aber ihr wisst schon, was ich meine. So, so, ich brauche hier... Was brauche ich denn? Analyse. Schauen wir mal. Ah, okay. Können wir gerne machen. Harkon können wir gerne machen. Flint braucht die Maus. Die Fledermaus. Das stimmt. Also bei Fran auf jeden Fall. Das stimmt. Wir brauchen... Blind. Blind. Schlaf. Amnesie. Eis. Ja, ne, heilt blind. Das heißt, wir brauchen Leuchtbombe, ne? Warum verfehlt die denn immer? Jetzt, geht doch. Einfangen, gucken wir mal. Bleibt nicht drinne. Nochmal Leuchtbombe. Jetzt haben wir eine doppelte Leuchtbombenaktion hier. Nein, sie ist gestorben. Fledermaus ist gestorben. Nee, ich habe die neue Obi-Wan-Reihe noch nicht gesehen. Also Kenobi-Serie habe ich noch nicht geguckt. Ist noch auf meiner To-Do-Liste. Bitte keine Spoiler. Genau, Brosa schreibt, ich schaue ja kaum noch analoges Fernsehen, weil ich YouTube und Twitch mehr feiere. Aber wenn ich analoges Fernsehen schaue, dann meistens alte Serien, Animes. Aber was sehr selten ist, selten was Aktuelles, weil es qualitativ schlechter geworden ist. Ja, bei analogen Fernsehen sind die Sachen auf jeden Fall schlechter geworden, ja. Cloud schließt sich uns an, ne? Er möchte hier, also wir wollen Miragen fangen und er sagt, hier ist alles voll mit Vampire, ihr müsst aufpassen. Genau, genau, bei mir sieht es auch so aus. Ich schaue Fernsehen nur noch bei Verwandten, die gerne Fernsehen schauen. Und ich selber schaue gar kein Fernsehen seit 2005. Lusso von... ist von... irgendeinem Tactics-Spiel, ne? Lusso war von Tactics Advance 2 oder so, ne? Ja, ich guck schon super lange kein Fernsehen mehr. Seit 2005 oder so. Alles im Internet. Schon bevor es Streaming gab. Auf der Hohen See früher immer. Wenn ihr versteht, was ich meine. War das Celis? So that anchor appeared out of nowhere, then the mirages? Yeah. Ein Anker ist aus dem Nichts aufgetaucht, dann die Miragen. Die Allianz S hat Cloud geschickt. Er ist ein Söldner, der von der Allianz S geschickt worden ist. Da ist tatsächlich Celis. Ah, okay, Black Gatoman. Ja, so sieht's aus, Ragnar. Ja, sehe ich auch so. Celis ist auch eine Söldnerin. Ich gehe gleich nochmal auf den Chat ein, wenn die Story durch ist. Hey, Celeste, where's... Oh, he was over there
Jap. Sie wollten die Stadt retten. Endlich die Allianz S. Wir haben sie ja immer noch nicht getroffen. Ne? Wir sind durch die Welt gereist und haben die Allianz S noch nicht getroffen. Ah, es geht um Sid. Wait, wait. Das wusste ich nicht, Bruder, dass das noch im Fernsehen lief. Und da ist Sid. Erwachsener würde ich jetzt nicht sagen. Ich würde sagen, Lorne ist halt einfach ein bisschen verspielter, was, finde ich, sympathischer ist als halt die schlechte Laune von Rain öfters mal. Er wurde sehr versimpelt. Also Sid wurde sehr stark versimpelt. Yes, he does have a habit of going haywire. And it's my job to calm him down. What, calm him down? Das wusste ich nicht, Brosa. Ich gucke schon lange keinen Fernseher mehr. Ich gucke das alles, was man so im Fernsehen gucken kann, gucke ich alles digital. It's far harder to break than you'd think. Trust me. I'll thank you not to refer to me as an... May we continue with our conversation now? Hm? Oh yes, where were we? Oh, you're like a book freak. What did you do? Make a body that doesn't sleep just so you could keep reading forever? Oh, no, no, please, you have it very wrong. I prefer the term bibliophile, thank you very much. That's the part that's wrong? As I understand it, someone just happened to... Billy alt zu nennen ist Cinnamon Rolls Aufgabe, so sieht's aus. Got embedded in it. His soul's in bed? Wow. I guess in a way, you are human deep the down. Maybe his soul needs to... I told you I'm human in every conceivable way. No, you really, really aren't. Is so, Corin. And what about you then? You say you're the giants from the hills? Now that right there is the real stretch. I mean, what a hoot! What a what? Oh, Tom is not an owl. I mean, it is an easy mistake. But wouldn't you assume she's a skunk? Wie ein Stinktier, sagt er einfach. How dare you call me the stinky again? That is the last straw! I am the fragrant! Roses line up just to get the one whiff of me! What really the stinks is your whole stupid existence! You don't have to be ashamed of people thinking you're skunky. Skunks are cool, okay? Time out. Wildlife coolness aside, could you not derail every conversation just because you don't know how to vocabulary? But Rain... Vocabulary is not a verb. It is if I say so. I'll vocab any way I want to. So can it before I vocab you in the Larry. Oh Gott. I see now you're comedians. Familie im Brennpunkt einfach, true. Enough. We have more important things to discuss. Ja, es gibt eindeutig Wichtigeres zu besprechen. Da hat Cloud allerdings recht, okay, ne? Weil Chip geht immerhin down. Let's get right down to it. Es werden erstmal die Vampire uns erklärt, was hier passiert ist in der Stadt. Right down to business. Vampires. They used to be people like us. Until a vampire bite turned them. Huh? Now wait. Don't tell me that people can turn into mirages. And they can't go back to the... Svensson, schönes Svensson, herzlich willkommen. Oh, well, well, going back when I was younger and even handsomer, oh yes, I remember clearly now. According to several books I have read, those who have become vampires can be cured, provided the vampire that sucked their blood is vanquished before it's too late. Genau, die Menschen können wieder zurückverwandelt werden, wenn wir den Obervampir platt machen. Das ist die aktuelle Quest. That's the basic idea. But of course, those vampires used to be just as human as their victims. So if we're not careful about it, wouldn't we end up sacrificing as many lives as we managed to save in the end? Although... We could always pick off the illiterate vampires first. Ja, das stimmt allerdings, Corin. Dabei gehört Vincent doch zu Lucrezia. But point taken. We can't save everyone. Wenn der vorkommt im Spiel, darfst du das sehr gerne machen, Svensson. Aber safe, das kriegen wir hin. Ich mache heute bis 22 Uhr. Und Kane, schön, dass du einschaltest. Herzlich willkommen. There has to be a first. Yes. Let's call that one the prime. Ja, ich guck, dass ich dir dem den freihalte, wenn der im Spiel ist. It should cause a ripple effect and fix everyone. Das stimmt, Coring. Mit ihrer Story will ich nicht tauschen. What do you think? Will it work, Sid? Well, it hasn't been particularly long since the commotion started, so yes, I believe that it could. Excellent. What a plan.
Did you follow that, Tama? What? Of course I did. Yeah, me too. Ja, Trinity. Könnte ich mal machen. So, where can we find the Prime? Let's see. Cloud, when you fight the vampires off, have you noticed any patterns to where they seem to go? Ich gehe gleich nochmal auf den Chat ein, wenn die Story durch ist. I never gave it much thought, but now that you mention it, they always sie scheinen sich immer in Richtung Norden zurückzuziehen, okay? Well, that points to one place. That's right. The graveyard with all the abandoned Mirage trains. That's their lair. Then let's not waste any more time. We should go. Wait, Cloud. Who's going to help the townspeople? I have to stay here. You wouldn't want me to go bzzzeek and make a big old mess. Which is exactly the reason why I have to stay here. So, he's a big pain in the royal the butt and certifiably useless. Das ist richtig, Corin. Okay, putting aside how completely not funny that is, we can go to the graveyard for you, right? Huh? Yeah. Vampire schmampire, you just go ahead and point us at any old mirage. And we'll have to do the rest. Hmm. All right then. I guess. Let's see what the Fable Giants can do. I'll take you to the graveyard. Ja, wer weiß, Ginger. Könnte natürlich sein. Könnte sein, muss nicht sein. So, jetzt gehe ich nochmal auf den Chat ein. Auf welchen Social-Media-Plattformen bist du am meisten aktiv, sagt Meliodas. Boah, ich bin nicht so aktiv auf überhaupt einer Social-Media-Seite. Außerhalb von YouTube und Twitch. Ich benutze halt sehr viel Discord. Das heißt, wenn man mir mal schreiben will, ist der beste Ort eigentlich Discord. Also nicht privat oder so, sondern öffentlich auf meinem Discord-Server. Ansonsten würde ich sagen, ich gucke ab und zu in Insta rein, aber nicht so häufig. Twitter bin ich auch verfügbar. Ich glaube, auf Twitter gucke ich noch häufiger als auf Insta. Aber die beiden Plattformen benutze ich so gut wie nie und Facebook ist tot. Also, weiß nicht. Ich bin nicht so der Social-Media-Typ, aber ihr könnt mir theoretisch überall schreiben. Es könnte natürlich je nach Plattform ein bisschen dauern, bis ich antworte. Aber grundsätzlich kann man mich überall erreichen. Ja, Brosa gibt es tatsächlich. Ja, ich poste das immer. Ich poste das überall. Immer wenn ein Video kommt oder was ähnliches, kopiere ich das und poste das in alle Social-Media-Seiten. Digimon VZ, das wär's. Kann sein, dass es jetzt Meta heißt, ja. Und ja, bei Digimon Story Cyber Sleuth Hackers Memory gibt's New Game Plus. So, wir halten Kontrolle über die Charaktere. Wir können hier ein bisschen erkunden. Ich glaube aber, hier gibt's nicht sonderlich viel. Da kommen wir in den zweiten Bereich. Cloud hat, glaube ich, eine Main Story für uns. Ich glaube, da geht die Main Story weiter. Okay. Da geht's zum Eisenbahnfriedhof. So rum heißt er, ja. Kann ja Rex darstellen, Digimon VZ. Ja, der freut sich. Der freut sich bestimmt, das machen zu müssen. Bei Next Order gab's kein New Game Plus, nee. So, schauen wir mal. I'll take you to the graveyard. Just say the word. I'll be around. Legatomon schreibt, kannst du auch mal die Geschlechter der Digimon erläutern, denn es gibt keine Geschlechter bei Digimon. Das kann ich dir direkt sagen. Es gibt keine Geschlechter bei Digimon. So, schauen wir mal. Was bringt eigentlich New Game Plus bei Story? Du erhältst alle, also du behältst alle Digimon, du behältst alle Items, du behältst alles, was du gelevelt hast. Das Memory Limit behältst du und kannst weiter erhöhen in einem neuen Spieldurchlauf. Du kannst, ja, du, also alles behältst du und alles erhöht sich weiter. Und du behältst halt deine Digimon. Mit dem Level, auf dem sie waren. Und alle Items. Und dein Geld. So, zum Eisenbahnfriedhof gehen? Ja, auf jeden Fall. Wir müssen dahin. Eisenbahnfriedhof wird jetzt mitgenommen. Genau, Freunde. Aber krass, wir haben heute einfach das Sub-Goal gesprengt. 303 Subs.
Ja, das kann durchaus sein, Etherios. Ich bin mir nicht sicher. Ich mache das im Optimalfall immer mit Kämpfen einfach. Genau. Ein Kampf ist ein Freundschaftspunkt. So, schauen wir mal. Not funny at all, sagt sie. Doch, mega funny. So, schauen wir mal. Also, wir sind jetzt auf dem Friedhof. Ja, das stimmt, Trinity. Der Gruppenspeicher hat eine Limitierung, was du bekommen kannst in einem Run. Genau, das ist, glaube ich, 255 oder 250. Und das reicht aber für die meisten Kombinationen, die es gibt. Wenn du unbedingt noch ein höheres Limit haben willst, dann kannst du New Game Plus machen, dann geht's hoch bis 500, glaube ich, so Pi mal Daumen. Nicht ganz. Ja, mein Goal digitiert ins Unendliche. Anscheinend ja, 303. Ah, die wollen wir unbedingt haben, Freunde. Da kann jetzt gleich einer den benennen. Und wir müssen noch für den anonymen Helden, müssen wir noch Gilgamesh später benennen. Richtig, Maker-Stolos. Und yo, Cloud. Ehre geht raus an dich. Victory, Victory. 500 Bits von Cloud. Wieso habe ich überhaupt Soundeffekte hier gemacht, wenn ich die sowieso immer selber nachmache? Richtig, also man muss nicht wirklich, New Game Plus machen. Man kriegt auch so alles, was man benötigt. Also Speicher, um alle Digimon eigentlich ins Team zu nehmen. Es gibt ganz, ganz wenig Kombinationen, die nicht gehen. Was musste ich jetzt gerade machen? Nicht Tobsucht, oder? Konfus, aber nicht heilen. Ich will Konfus nicht heilen. Ich will es zufügen. Kobold. Verfehlt, ich glaube es nicht. Oh, wie sie dann... Ey, ich fasse es nicht. Haben die nicht gemacht, oder? Ja, meine Monster kontern halt die ganze Zeit, ne? So, Loco-Kraut. Gegenstand. Loco-Kraut, Loco-Kraut. Loco-Kraut, wo bist du? Bin bestimmt fünfmal dran vorbeigegangen. Hab doch noch ein Loco-Kraut, oder? Da, Loco-Kraut. Eins habe ich noch. Und das verfehle ich natürlich. Das ist schlecht. Aber ich kann zumindest versuchen, ihn hier einzufangen. Nö, sollte nicht sein. Okay. Einfangen, komm schon, bleib drinne. Bleib doch drinne. Nein! Und down geht er, der Peter. Okay. Loco-Kraut brauchen wir. Wir gehen jetzt mal zurück und kaufen mal einen Batzen Loco-Kraut. Weil das Monster wird jetzt gefangen, Freunde. Ist es eigentlich theoretisch möglich, ihn uns endlich hier zu digitieren? Oder gibt es sozusagen von Bandai mit dem Ultimativ-Level ein All-Time-Limit? Ich denke, in der Theorie ist es möglich, dass weitere Stufen nach Ultimativ kommen. In der Theorie ist es möglich. Bandai will sich da, glaube ich, eine kreative Freiheit lassen, was das betrifft. Nutze den Meisterball. Genau so sieht's aus. Das Digimon auf dem Newsbild, was du geteilt hast. Welches Monster ist es? Das rechte. Digimon? Newsbild, was ich geteilt habe. Ich überlege jetzt tatsächlich. Newsbild, das ich geteilt habe. Welches du meinst? Wo habe ich was geteilt? Und wann? Ach, World of Final Fantasy. Ah ja, okay, okay, okay. Ja, alles gut. Ich war mir jetzt nicht sicher. Du meinst... Ah, ich weiß, was du meinst. Ah, genau, genau, genau. Ich guck noch mal ganz kurz, welches das war. Das erste, das was jetzt weg ist, ne? Das war der Vampir. Das war die größere Form vom Vampir. Das meintest du doch, ne? Das rechte. Genau. Ja, das war der weiße Vampir. Es gibt davon zwei Varianten. Der dunkle und der helle Vampir. Richtig, Vampir und Hydra. Ragnar hat's erkannt. Den willst du benennen? Das können wir bestimmt machen heute, Ginger. Das können wir machen.
Das klingt doch gut. Wir brauchen jetzt erstmal ein bisschen Loco-Kraut. Wir machen jetzt allgemein mal ein bisschen Shopping hier, Leute. Wir machen jetzt hier, wir sind jetzt Shopping-Queen. So, wir schauen jetzt mal. Was gibt's denn Feines? Eine Elderbox. Braucht kein Mensch. Wer braucht denn eine Elderbox? Seien wir jetzt mal hier ehrlich. Macht euch hier nicht verrückt. Macht mich nicht verrückt hier. Vitra-Samen bietet sich aber an. Ja, ich kaufe 2 Vitra-Samen. Bitte, dankeschön. Und ansonsten Kriegsgong haben wir nichts mehr. Ja, ja, machen wir mal. 20 Stück machen wir. Auch wenn es viel Geld ist. Leuchtbombe machen wir mal. Bisschen. Logokraut machen wir ein bisschen. Ah, es wird schon teurer. Müssen schon darauf achten, was wir hier machen. Giftzahn. Spinnennetz ein bisschen. Ja, passt so. Bim, bim. Wer macht dann den Guido mit Kommentaren? Ja, siehst du mal. Ragnar, so sieht's aus. Fall Guys, soll lustig sein. Würde ich auch mal ausprobieren, keine Ahnung. Ich krieg wahrscheinlich hart aufs Maul in Fall Guys. Habe ich gerade Elderbox gehört, muss ich Angst haben. Ja, ich fang dich ein, Mekastolos. Ganz klar. Wunderbärchen, Leute. Ich gehe jetzt einmal kurz speichern. Und dann gehen wir wieder zurück zu den Vampiren. Wir wollen heute auf jeden Fall noch einen Vampir fangen. Und wir wollen auf jeden Fall... Moment, das Tor verwenden. Wir werden nämlich heute auch ein bisschen was Neues hochleveln. Ich habe irgendwie Bock drauf. Das, was man auf der Grafik gesehen hat. Keine Sorge, Fall Guys ist tot. Bin mir nicht sicher, ob ihr überhaupt einen Spieler findet. Ernsthaft? Svensson. Ja, das Meme auf dem Discord, ja. Das ist ein User, den ich schon ein bisschen kenne und er immer aus Spaß sagt Fortnite. Ja. So, schauen wir mal. Mira-Tresor aufrufen. Ich weiß aber nicht, ob wir fliegen werden müssen. Ich will aber auf jeden Fall... Wir haben auch so eine kleine... Ha, schau mal, der kleine Vampir heißt sogar Ragnar. Das heißt, ja, ihr seid dieselben Monster dann. Also, weil es gibt ja noch einen anderen Vampir und ich will ja alle Formen von den Vampiren machen. Am Ende möchte ich von jeder Form eigentlich eine Stufe haben. So, was haben wir noch? Ragnar wird der Weiße. Ja, dann musst du der schwarze Vampir werden, ne? Ganz klar. So, schauen wir mal. Was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Cody ist noch am Start. Ich wollte irgendwas mitnehmen. Du hast ihn sogar benannt. Du hast den Ragnar genannt. Eines Tages werde ich gerickrollt. Ja, wer weiß. Mein Sohn versucht mich jeden Tag zu rickrollen. Er schickt mir immer den Link und sagt, schau mal an, Papa, das ist ein geiler Guide. Und ich, naja, ich sehe in der Vorschau, dass das Rickroll ist. Scheiße, sagt er dann immer, habe ich nicht dran gedacht. Tja, habe ich nicht in der Vorschau gesehen, aber ihm trotzdem gesagt. Goring. Ist einfach so, ne? Ist einfach. Jetzt kommt die Wahrheit ans Licht, Freunde. So, wir brauchen auch noch 2 Dechse. 2 Dechse und Ragnar. Jo, alles klar, Kalle. Ich wünsche dir eine gute Besserung, falls du gerade Kopfpinne hast. Richtig, Xanthus ist der Ehrenmann mit der Liste. Also, ich denke mal, Mann. Ja, doch, hast du schon mal gesagt. Ich will ja hier nicht assumen. Ich will ja nicht dein Gender assumen, ne? Da sind schon wieder die kleinen Teufelchen. Ich will den haben. Let's go. Goring. Jetzt hast du es rausgehauen. Das sage ich auch immer zu Kalle. Nein, Spaß. Alles cool. Ah, ist das geil. Ich finde das so toll. Ich finde das toll. Jetzt kann ich mit Coring, habe ich jetzt Insider. Weil wir ihn beide kennen.
Das muss man. Ja, Coring, es ist so. Ja, der arme Kalle. Wir nehmen ihn jetzt gerade einfach hops. Ja. Brusa sagt, gibt es jetzt eigentlich seitens von Bandai Pläne, irgendwann eine neue Digimon-Serie zu produzieren, oder waren das die letzten Staffeln zu, oder waren die letzten Staffeln zu sehr abschreckend? Die letzten Staffeln haben einen super guten Erfolg gehabt. Ich habe keine Insider-Informationen, weil das nicht von Bandai kommt, was die Anime-Serie betrifft, sondern von Toei Animations. Und deswegen kann ich es dir nicht genau sagen. Aber ich denke, dass wir eine gute Chance haben auf zukünftige Staffeln. Arme Kalle. Der wurde jetzt erstmal hops genommen. Der ist hart im Nehmen. Ja, geht. geht. Der arme Kalle. Aber ist nur Spaß, Kalle. Alles gut. So, jetzt will ich mal gucken, was ist hier los? Ja, siehst du mal, Trinity. Was haltet ihr von Ghost Game? Ja, Ghost Game ist ein sehr schwieriges Thema, weil ich die Grundstruktur cool finde und am Anfang das auch sehr gefeiert habe. Aber ich bin nicht auf dem aktuellen Stand. Bei dem Stand, wo ich bin, ist es halt so, dass man nicht das Gefühl hat, dass es irgendwo hinführt, sondern dass es weiterhin eine in sich abgeschlossene Folge ist oder manchmal zwei. Aber irgendwie wird es nichts Ganzes. Bruce, das würde ich sehr feiern. Tamers 2 oder Frontiers 2 oder zumindest etwas, was in diesem Universum jeweils spielt, würde ich sehr feiern. Selbst wenn das Konzept anders ist. Wenn die Welt erweitert werden würde, das wäre ein großer Fortschritt. Ja, Coring sehe ich auch so. Ja, Xanthus, das ist doch gut. Ist so, Ginger. Feels Batman. Fühlt sich Batman an. So, was wollte ich hier machen? Lokuskraut, oder? Wir müssen konfus machen. War schon die richtige Statusveränderung, oder? Ich bin mir nicht sicher, Alter. Ich bin mir nicht sicher. War konfus das Richtige? Ich will nochmal sicher gehen, ey. Sonst bereue ich das gleich. Konfus war das Richtige, ne? Konfus, okay. Weil das jetzt schon mehrfach gefällt ist. Ja, der eine, der beißt gleich ins Gras. Konfus. Okay, das heißt, das ist Tobsucht. Lokokraut, okay, let's go. Es verfehlt immer, Lokokraut. Ich guck gleich nochmal in den Chat. Lokokraut. Das ist richtig Kraut. Ne? Deswegen, ich finde das Stack-System auch nicht so krass. Ich hätte es besser gefunden, wenn die halt nicht stacken, sondern nebeneinander stehen würden. Da könnte man trotzdem die Mechanik mit den verbundenen Skills machen und so, aber muss man mitleben. Na toll. Ifrit, was tust du denn immer? Ifrit. Wieso, Ifrit? Was haben wir dir getan? Ja, ich glaube, das wird eine lange Reise. Ich glaube, das wird eine sehr lange Reise. Ah, wir haben es geschafft. Nice, wir haben den kleinen Dämon gefangen, das kleine Teufelchen. Ja, also das nächste Digimon-Spiel, ich sag's mal so, Freunde. Digimon Survive, ein paar Sachen, ich sag mal, ein paar Worte von mir an euch. Erwartet nicht zu viel. Erwartet nicht Düsternis wie jetzt Dark Souls oder irgendwas richtig makaberes, krankes. Erwartet ein bisschen düsterer als Hacker's Memory. Hacker's Memory war schon düster an manchen Punkten. Erwartet einfach nur düsterer als Hacker's Memory und erwachsener als Hacker's Memory. Und erwartet kein westliches Erwachsen, sondern ein japanisches Erwachsen. Wenn ihr versteht, was ich meine. Und dann könnt ihr nicht enttäuscht werden. Jo, alles klar, Ragnar, guten Appetit. Bleibt er so farblich? Ich weiß es nicht. Ich hab's nicht im Kopf. Ich hab's nicht. Also auswendig weiß ich es leider nicht. So, warte mal. Hier, Benennungen freischalten. Benennungen freischalten. Channel Points. Einer kann den Guten benennen. Aetherios.
So. Name ändern vom Kobold. Ja, ich glaube, ja, Majora's Mask, Twilight Princess Level glaube ich nicht. Aber schon in der Nähe zumindest so. Also ein bisschen dunkler, ein bisschen düsterer, ein bisschen ernster wird es glaube ich schon definitiv werden. Herr Creepymon. Ah, sollen wir das echt machen? Passt das rein? Eigentlich mag ich das nicht, wenn Monster aus einem Ding, von einer Monster-Taming-Sache ins andere übertragen werden vom Namen. Aber Creepymon passt noch rein. Ich nehm's mal an. Ausnahmsweise nehmen wir es mal an. Ist ja auch eure Entscheidung. So. Ist eigentlich ein ganz cooles Monster. Ich glaube, das nehme ich mit. Und Duke, schön, dass du einschaltest. Ich habe immer eine Wahl, wenn ich möchte. Aber ich bin freundlich, deswegen lasse ich es zu. Wenn jetzt einer was nehmen würde, was mir absolut nicht passt, würde ich das einfach nicht machen. Also wenn jetzt irgendwas Obszönes käme oder so. Aber da verhindert das Spiel sowieso schon von alleine das. Ach, krass, Duke. Gar nicht mitgekriegt. Schön, dass du einschaltest. Ja. Siehst du, die anderen haben dich auch erst jetzt bemerkt. Alles gut, Aetherius, alles gut. Ich finde den Namen nicht so schlecht. Der Name ist ganz cool eigentlich. Passt eigentlich von der Optik total. Wen machen wir denn dafür einmal raus? Ich glaube tatsächlich einmal Aurora. Duke ist am Leben! Quality Content. Musst du nochmal schreiben, Duke. Da musst du leider nochmal schreiben, wenn du gelesen werden möchtest. Alles klar, Carnifex, ich danke dir vielmals, dass du am Start bist. Und lurken ist richtig und wichtig. Das wäre schlecht, wenn das einer... Hat das Duke geschrieben? Ginger, war das von Duke? Wenn ja, das ist schlecht, wenn er das erwartet. Das wird alles nicht passieren. Sage ich euch direkt, wie es ist. Alles klar, Xanthus. Ja, wir müssen jetzt gucken, was hier Phase ist. Wir wollen hier irgendwo weiter. Wir müssen gucken, wo wir lang können. Und da sind wir gekommen, richtig? Ja, richtig. Okili dokili. Ja, ich muss dazu sagen, wie gesagt, Digimon Survive, ich habe schon Erwartungen an sich. Aber ich halte meine Erwartungen immer gering, damit ich nicht enttäuscht werden kann. Ich denke, es wird ein phänomenales Spiel. Ich glaube vielleicht, wenn man mit dem Kampfsystem klarkommt, wenn man das verkraften kann, dass es vielleicht das beste Digimon-Spiel aller Zeiten wird. Ich könnte es mir sehr gut vorstellen. Im Wald sind dicke Fichten wichtig. Ich will dir nicht sagen, was ich gerade gelesen habe. So, schauen wir mal. Eingesammelt, Freunde, eingesammelt. So, was ist denn hier? Eingetüdelt? Oh, können wir direkt hochgehen. Hey, know what they call a locomotive with vampire fangs? Ja, siehst du mal. Und ich vorne weg? Einfach Fische im Wald, Fischwald. Du meinst Fische? okay, ich hör auf. So, sollen wir mal. Ah, da sind die anderen Vampire. Nö, Klaus. Versucht doch nur mit euch mitzuhalten. Nee, alles gut. So. Wehrmaus, ja. Ehrmaus. Wehrmaus. Siemaus. Okay. Dann wollen wir mal gucken, was mit der los ist. Wollen wir mal gucken, was der ihre Probleme sind. Lol. Zustand blind. Sie braucht blind. Jawollo. Alles klar, Meliodas. Ich danke dir vielmals, dass du heute am Start warst, ne? Und bis zum nächsten Mal. Der nächste Stream nach heute ist am Sonntag um 15 Uhr. Da spielen wir weiter mit World of Final Fantasy. Komm, Son. Ja, Double Stack. Einfangen. Let's go. Komm, komm, komm. Und am Start. Einer kann jetzt gleich diese Wehrmaus benennen. Wunderbar, Meliodas. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Ragnar, wenn man als Blinder auf ein Datum guckt, ist es dann ein Blind Date. Ragnar, Ragnar, Ragnar.
So, einer darf die Wehrmaus benennen. Trinity, Wehrmaus, du darfst einen Namen für die Wehrmaus überlegen. Jetzt bitte aber nichts von Digimon. Mach jetzt nicht Demi-Devimon. Ja, gibt es ja auch einen Wehr-Bayer. Ja, der ist, bei Nacht wird er plötzlich zu einem Bayer. Richtig bayerisch wird er plötzlich zur Nacht. Wenn der Vollmond rauskommt, hört man ihn nur noch sagen, Jomei! Oder Jomei, oder wie man das sagt. Richter oder Richter, sehr gerne, machen wir mal. Wenn das der Name sein soll, okay. Wunderbar. Hat was von Meta Knight, stimmt. Willkommen zurück, Santos. Das andere Monster hieß Creepymon. Das war benannt von wem? Weiß es nicht mehr. Doch, von Aetherios war es benannt. Und jetzt hier die Wehrmaus Richter, das war Trinity. Ja, Ragnar, das klingt sehr, sehr, sehr strange. Honestly, I'm more impressed he knows the word locomotive. Kommen wir hier nicht rüber? Doch, da gibt's bestimmt auch noch ein Item. Schauen wir mal. Waren wir da schon? Nee, ne? There's just no hope for us anymore. Ein Mirastein mit Geschwindigkeit. Wann kommt Glurak? Will den Namen geben. Lull. Gulrak. Gulrak, Bruder. Gulak. Kata, schön, dass du einschaltest. Herzlich willkommen. Oh, krass. Das ist ein sehr cooler Name. Ja, richtig. Das ist doch auch hier in Smash, ne? In Smash ist der Charakter doch auch vorhanden. Trinity. Cooler Name. So. Und Reiser. Reiser reißt es raus. Danke dir. Ehre geht raus an dich. Dankeschön für den vierten Monat. Ne, dritter Monat. Resub. Dankeschön für den Support. Weiß ich sehr zu schätzen. Richtig stabil unterwegs. Ja, Richter ist auf jeden Fall cooler. Oder Richter. Richter. Er ist doch gerickt hier. So, Schädelfresser. Die knallen wir erstmal weg. So ein Mu haben wir schon. Wunderbar. XP nehme ich gerne an. Da leveln dann auch unsere Low-Levels ein bisschen. Schädelfresser einfach beste, ja. True. Oh, lecker, Ragnar. Das klingt doch gut. So, was haben wir denn? Was haben wir hier am Start? Hydra? Kann die mittlerweile entwickeln? Ich glaube fast nicht. Creepymon ist auch am Start. Ragnar ist am Start. Wir gucken mal, was bei Hydra geht. Wir gucken einfach mal, was bei Hydra geht. So, ja. Level 24, da lernt es. Genau, das, was heute auf der Grafik war. Das nehme ich mit, damit wir es auf jeden Fall wieder fangen können, ne? Und das ist das Mon, was auf der Grafik war. So, schauen wir mal. Lol, was ist ein Geist bei McDonald's McRib? Okay, ja, der ist gut. Der ist richtig gut. So, Creepymon. Ah, der hat sogar noch eine größere Form. Ich glaube, ich weiß sogar, welche Form. Dafür müssen wir erst etwas in der Story machen. Giftnägel nehme ich mit. Feuer nehme ich auch mit. Wunderbar. Ja, das klingt doch wunderbar, Ragnar. Ja, Duke, ich muss dazu sagen, ich kann allgemein nicht, also ich esse allgemein nicht so gerne bei McDonald's so Stuff. Das Einzige, was ich da mal machen kann, ist so ein Cheesy oder so, nehme ich gerne mal mit, wenn ich gerade vorbeilaufe an McDonald's oder so. Aber explizit etwas bei
Meckes Essen ist nicht so meins. So, Freunde, da haben wir das andere von der Grafik. Das ist der größere Vampir. Der Vampir ist am Start. Ja, beste Ärzte auf jeden Fall bei Cybersloop. hier, Lord Bahamut schreibt, bei Cybersloop im Krankenhaus haben die in den Krankenbetten keine Köpfe. Und die wissen nicht, was denen fehlt. Ja, ich würde mal sagen, nur nicht den Kopf verlieren, ne? Ja, früher habe ich auch öfters mal McDonald's gegessen, aber mittlerweile fühle ich das einfach gar nicht mehr so. Chicken Nuggets, ja, kann man schon auch nachvollziehen. Aber die brauche ich nicht von Mc's, muss ich sagen. Da habe ich bessere Varianten als die von Mc's. Lol, Svensson, das Video kenne ich, Tanzerboot, richtig? Er ist von Tanzerboot. War das nicht so? So, wo müssen wir als nächstes lang? Ich glaube, wieder ganz zurück und dann da eine Abbiegung machen. War das nicht von Tanzverbot? Hey, look there. Ah, what? Von wem war das sonst? Aber irgendwer hat das doch gesagt. Ach, der Big Tasty Bacon Kritiker. Ach lol, ich dachte Tanzverbot. Oh, das wusste ich nicht. Boah, Aetherios, da gönnst du dir aber richtig. Aber warum auch nicht? Die Sachen sind da ja auch alle winzig, ne? Muss man auch dazu sagen. Da muss man schon ordentlich einkaufen, wenn man bei Mc's ist, weil die Sachen halt alle winzig sind. Lusu, freut mich auf jeden Fall, dass du dir mein neues Video gegeben hast und dass es dir anscheinend gefallen hat. Das finde ich sehr cool. Und ja, das sehe ich tatsächlich genauso wie du. Ich bin übrigens zu weit zurückgelaufen. Das Problem bei Digimon ist halt, dass das Potenzial da ist. Aber ich habe zum Teil auch das Gefühl, sie wollen die Fans nicht zu total überfordern. Weil das Ding ist, ich sehe es auch oft mit meinen Videos, dass die Leute mit simpleren Themen mehr anfangen können, gerade auch wenn es ums Adventure-Universum geht, dass sie damit einfach mehr anfangen können als mit den komplexeren Sachen. Ich habe bei McDonald's die Digimon-Plüschtiere. Da war ich dann auch sehr, sehr häufig, damit ich die auch alle bekommen kann. Ja. Duke, ich weiß, warum du heute am Start bist. Wetten? Ich weiß exakt, warum du heute am Start bist. Heute hast du mein Video gesehen. Oder zumindest das Thumbnail von meinem Video. Heute hast du das gesehen. Ich weiß auch, warum. Wir sind wieder falsch. Sind wir falsch? Müssen da irgendwie oben in den Tunnel kommen. Ach so, okay. Ja, okay, ganz simpel. Duke, das Video heute, das musst du dir geben. Das ist dein Thema. Ja, das stimmt, Luzu. Das Ding ist halt auch mal, also ich habe immer das Gefühl, dass gerade diese simplen Adventure-Themen den Leuten halt einfach mehr gefallen, wie wenn ich jetzt was erzähle von irgendwelchen Gruppierungen, die die Leute nicht kennen. Da schalten trotzdem Hardcore-Fans ein. Ja, da sind auch welche, die wollen einfach informiert werden. Aber da sind auch ganz viele dabei, die sagen sich, ja, weiß nicht, ob ich das wissen muss. Ich kriege zum Beispiel voll oft Anfragen zu Themen, die einfach meiner Meinung nach erstens gar nicht so interessant sind und zweitens, die gar nicht so ausgearbeitet sind. Sowas wie Genai oder so. Also ich krieg so oft gefragt, kannst du was zu Genai sagen? Und ich denke mir, Genai ist, also für mich, der uninteressanteste Charakter. Ich weiß nicht, aber der ist auch nicht ausgearbeitet. Und danke, Kane, freut mich. Irgendwann kommt auch was zu Genai, klar. Wieso, was los, Duke? So, und Xantos, Ehre geht raus und ich danke schön für den verschenkten Sub an Duke. Das ist sehr lieb von dir. Das war ein elender Schnorrer, der Duke. nicht, dass ihr euch wundert. Duke und ich, wir kennen uns schon ein Weilchen. Ja, siehst du mal, Duke, du bist ein elender Schnorrer, bist du. Bruder, ganz ehrlich. Ja, aber Xanthus ist auch jemand, der gönnt, ne? Ja, genauso sieht's aus, Svensson. Und ja, ich weiß noch, als ich meinte, 300 wäre zu hoch gesetzt. Das hat sich jetzt geändert. Nächsten Monat gibt es ein 300er Goal. Hat er jemals selber gezahlt? Nee. Glaube ich nicht.
Machst du auch mal ein Video zu den Wappen? Das ist tatsächlich auf meiner Liste sehr weit oben. Das ist in nächster Zeit sogar geplant. Also tatsächlich, Aetherios, das ist in nächster Zeit tatsächlich geplant. Was war denn der höchste Sub bisher? Das höchste, was wir hatten, war 310 oder 320 oder so, glaube ich. Ich glaube 315 oder so. War das höchste, was wir bisher hatten. Okay, hier gibt es auf jeden Fall was zu smashen. Zu Hulk smashen. Hulk smash. Das heißt, wir bräuchten eigentlich ein Monster dabei, was smashen kann. 400, let's go. Nee. 400 ist zu krass. Ich mache erstmal 300. Wenn wir im vierten Monat 300 schaffen, kann man das immer noch höher stellen. Knacken wir nächsten Monat? Ja, bestimmt. Über Night Numemon? Wer zum Geier ist Night Numemon? Gibt's doch gar nicht. Also ich habe mir vor kurzem... nee, das darf ich so nicht sagen. Ich halte mich mal bedeckt. Ich brauche aber eher noch... da muss was aus dem Weg gesmashed werden. Ich wollte gucken, ob ich ein Item habe. Hier, Mira-Tresor-Item. Dies, das. Seraphon, genau. Ring, 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 ring. Seraphon. Und da hauen wir jetzt erstmal Hydra raus für... Nö, Duke, das weißt du doch gar nicht. Das nächste Video von mir wird, warum Platin Numemon mein Lieblings-Digimon ist. Ja, genau, bestimmt. Gibt es nicht auch Geschichten zu den letzten Wappen wieder? Genau, richtig, genau. Dazu gibt es auch Geschichten. Das ist richtig, Taichi. Also das Thema wird auf jeden Fall früher oder später auch kommen. Wunderbar, Leute. Das freut mich zu hören, Luzu. Ich versuche immer, das Ding ist, ich versuche auch simplere Themen zu nehmen aus dem Adventure-Universum, natürlich. Aber manchmal denke ich mir, es gibt Themen, wo du so viel sagen kannst. Also ich finde auch zu Themen, wo es nicht viel zu sagen gibt, finde ich immer noch kleine Informationen, die man sagen kann. Und dann ist es trotzdem interessant. Also so ist es nicht. Wir brauchen Goliath. Goliath muss am Stissel sein. Aber kann Goliath smashen? Ich glaube, Behemoth ist der Smash, oder? Nee, warte mal, das ist nicht Goliath. Wir brauchen nicht Goliath. Nein, wir brauchen Kuma. Du warst leicht enttäuscht über Gabumons Aussehen. Ja, das ist leider so, da wird man schockiert, ne? Ist aber offiziell. Und das ist zum Beispiel mein kleines Gimmick in dem Gabumon-Video. Erstens habe ich sehr viel Informationen über Psychomon, die nicht so bekannt waren. Würde ich jetzt behaupten. Und... einfach Gabumon ohne Fell. Offiziell. Ich versuche halt immer meine Videos... Ich denke halt einfach... Klar, kann man es simpel machen. Ich kann jetzt 4 Digimon einblenden, kurz was zu sagen, bla bla. Und fertig. Klar könnte ich das machen. Klar könnte ich... ich muss ja nicht alle Daten anzeigen. Ich könnte einfach nur kurz 2 Sätze über jedes Digimon sagen. Das machen ja auch viele englischsprachige Digituber. Aber ich denke mir, nein, ich möchte alles rausholen. Ich möchte noch irgendwas, was Neues dazu bringen. Ich möchte einfach was, eine neue Information dazu bringen oder so. Und Katha fragt,